Was wollen Sie denn? Können Sie mal aufhören, sich hier in der Debatte zu verstecken? Ich bin im Warteraum. Im Warteraum, ja. Nein. Doch, ich bin für Mitarbeiter. Achso, bin ich einfach kein Mitarbeiter? Nein. Warum? Er kann durch die Tür gucken, oh gut. Ich sehe euch. Oh nein. Warte, ich schau zurück. Ja. Boah, ich sehe aber nichts außer Pixel. Ich auch nicht, ja. Ich sehe nur die Gitter, ich sehe nur die Stäbe von der Tür. Ja. Nein, nein. Sie kennen einfach nicht. Doch, doch, doch. Nein. Ja, schon mal kurze Frage an dich, ne? Was denkst du, befindet sich hinter dieser Tür? Hier ist garantiert kein Notausgang. Richtig, da ist kein Notausgang. Und zwar ist da... Oh mein Gott, das Loch des Todes. Ja, das ist die Kammer des Schreckens. Lässt du mich wieder rauf? Ja, ja. Kein Problem. Aha, okay. Ja, ja, das ist so mein Weg. Findet ihr bei ihre Pyjama-Partys statt? Ne, das ist das Mitarbeiterbüro, hallo? Da, da kann man dann nebeneinander schlafen als Mitarbeiter. Oh ja. Und dann kann man sich, ja, im Bekannten. Ja, ist auch Kreis überhaupt nicht getrennt oder so. Also, ist überhaupt nicht getrennt. Stimmt, ich, ja, warte, ich muss dich, stimmt, ja. Aber Yoshi darf das, oh nein. Haben wir grüne Farbe? Grüne Farbe wäre natürlich was ganz Feines, ja. Was schlagen Sie mich jetzt? Soll ich zurückschlagen? Bitte, bitte nicht im, hallo, bitte, hallo, bitte, bitte nicht im Gerichtsgebäude. Draußen, aber hier steht, hier steht schon privat. Okay. Auch für dich, King of the Hill. Ja, aber Yoshi darf da rein, hat er ja, hier, ne? Aber ja, nicht ja. Für Yoshi. Yoshi ist immer willkommen. Also, okay, wenn er. Ja, stimmt, King of the Hill darf da eigentlich nicht rein. Ja. Und er ist ein Angestellter, er darf da jetzt also rein. Wer das liest, heißt Yoshi. Stimmt, also darf jeder rein, ne? Auch hallo, Yoshi. Auch für dich, King of the Hill, das heißt, ich heiße Yoshi. Aber Yoshi sind immer willkommen, also darf jeder rein. Aber nicht für Yoshi. Yoshi ist immer willkommen. Das heißt, jeder, der Yoshi heißt, darf rein. Und weil du das Shit auch gelesen hast, heißt du jetzt Yoshi. Das heißt, du darfst ja auch rein. Ja, das ja. Sie haben ja einfach alles zerstört. Das ist ja ganz ehrlich. Ich habe halt wirklich nur dieses Schild dahin gemacht. Ne? Ich habe nur privat dahin geschrieben, mehr nicht. Haben wir uns eigentlich schon verewigt? Ja, haben wir. Ja. Und ja. Sogar der Bürger, ja, der Bürgermeister auch. Ja, also der aktuelle. Ja. Links daneben der alte. Ja, und hier bin ich. Ja, der einzige wahre Yoshi. Und Ender war auch mit dabei, ja. Brauch noch die ganze Unterschrift von allen Leuten. Ja, ja, und das ja, mit dem ja. Gerichtsgebäude. Ja. Ja. Hey. Hey. Machen Sie mal nicht so hier einen auf Ohrwurst. Ich habe auch einen Schutzengel. Haha. Kannst du. Hallo? Das ist zerstört. Er möchte mit dabei sein. Wir haben langsam keine Plätze mehr. Hallo. Oh. Hallo. 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 Wir haben leider keinen Platz mehr für Sie. Es tut mir echt leid. Aber dafür bekommen Sie ein Ei von mir. Habe ich Ihnen gegen den Kopf gerufen. Haben Sie zufällig Kontakt zum Detektiv? Können Sie bitte aufhören, auf dem Tisch zu tanzen? Hallo. Wenn er denn mal da wäre, habe ich Kontakt zu ihm, ja. Ja, hallo? Aber ich habe nämlich einen Diebstahl zu beklagen. Praktikant. Mir wurde ein Pferd geklaut. Also. Zum zweiten Mal. Also wenn das zweite schon geklaut wurde, vermute ich, dass das erste auch geklaut wurde. Von wem wurde das zweite geklaut? Was ist das? Das weiß ich doch nicht. Also ich habe es in meinem Haus eingesperrt und jetzt ist es nicht mehr in meinem Haus. Also. Das ist doch ihr Job. Vielleicht kann der Detektiv ja auf Spurensuche gehen, ob sie da irgendwas finden. Ja. Also ich bin zwar der Praktikant vom Detektiv, aber mir ist das zu schwer. Ich gebe es ab an den Detektiv. Ach so, okay. Sehr schlau. Praktikant, ja. Ich habe keinen Bock auf den Job mit dem Ansied. Also. Und das als Praktikant, ey. Ja, ich dachte, es wird eine moderne Stadt. Auf einmal haben wir eine Mittelalterstadt hinten. Naja, also meins sieht ja gar nicht so, also... Alter, du hast dein Grundstück umrandet mit verdammten... Salat. Ja, aber du hast auch dein Haus komplett aus Glas gebaut. Ja. Und Holz. Kack auf Privatsphäre. Aufgeholt. Also deswegen, Joshi, wer weiß, vielleicht hat ja der Herr, der die Setzlinge zum Wachsen, also den Salat zum großen Salat hat wachsen lassen, einfach nur ihm mehr Privatsphäre schenken wollen. Ja, kann sein. Vielleicht sollte ich meine Wände doch aus Holz bauen. Wann wird eigentlich das Wichteln auf? Bis Weihnachten. Das weiß ich auch nicht. Wurde gesagt. Ja, oder so. Also, ich weiß es nicht. Bis übermorgen. Mein Wichtelgeschenk wurde mir nie gegeben. Also, was ich verschenken möchte. Hä, wie jetzt? Mir wurde gesagt, das wurde mir geklaut, dann wurde mir gesagt, ich krieg's wieder und dann wird es mir doch nicht wiedergegeben. Das, was du verschenken möchtest. Also, mein Wichtel ist sowieso gerade nicht hier, also. Nö, meiner Sohn. Doch, meiner ist da tatsächlich. Oh, sitzt er vielleicht hier am Tisch? Natürlich sitze ich hier am Tisch. Ist er nicht da gerade? Dann ist es entweder. Ich versuche mal der Typ. Achso, wieso sage ich Aua? Ich wurde gar nicht gehauen. Ich habe ihn noch nicht gehauen, ich habe ihn gestreichelt. Ach so. Ich kack doch nicht auf Privatsphäre.
Haha, sie sind aufgeflogen. Oh, oh das nein. muss in der nächsten Zeitung stehen. Ich sollte vielleicht einen privaten Raum machen oder einen Keller. Oh ja, meine Schwester erläutern. Ne? Stimmt, das muss ich ja anmelden. Oh, eine Folterkammer anmelden. Jawohl. Darf ich eine Folterkammer bauen? Bitte. Warte, du willst eine Folterkammer bauen? Ja, ja, kannst oder du auch. Oder hast du das falsch verstanden? Nein, nein, das war jetzt. Achso, ich hab gedacht, das kannst du hier unten drunter machen. Ach stimmt, wo ich ja. Oh ja, das mache ich. Aber das ist doch sein Büro. Na, Büro habe ich ja schon. Ist ein Büro nicht eine Folterkammer? Das ganze Gebäude ist eine Folterkammer. Ja, das stimmt eigentlich schon. Wenn nur Leute verurteilt, ja. Yeah. Ich finde das witzig, alle Leute, gegen die der Anzeige läuft, und die vor Gericht erscheinen bist, werden alle, kommen einfach nicht wieder so. Okay, das bringt bestimmt mich jetzt vorbei. Warum bin ich noch da? Warum bin ich noch da? Ich bin der Richter. Ich komme einfach nie wieder, jawohl. Ja. Hat irgendwer einen Engel, den ich kurz wissen dürfte? Ja, nein. Also bei mir im Keller steht einer, aber das jetzt zu beschreiben und dahin zu laufen, habe ich hier gefällt. Warte, das geht ganz schnell. Zweiten Kreuzung links abbiegen, dann geradeaus, dann zweimal rechts abbiegen. Jetzt weiß er Bescheid. Dann bist du nicht da. Er hat sogar Danke geschrieben, siehst du mal, ne? Ja, klar. Ich helfe gern. In seinem Keller war schon jeder. Da hat jeder schon rausgeholt. Pfeffer. Deswegen die Folterkammer hier. Weil man Salz foltert, ja. Was ist eigentlich meine Bezahlung dafür, dass ich in der Kasse stehe? Das Schläger. Muss ich noch aussenden. Ja, das muss ich noch aussenden, ja. Weil bis jetzt keine Steuern eingetroffen sind. Also ich finde, die Währung ist auch ziemlich teuer, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, teuer. Ja, weil ein Nugget zählt zwei Dias. Ein Nugget sind zwei Dias? Ja, das hat der alte Bürgermeister gesagt. Wie kauft man eigentlich diese Währung? Ja, ja also Währung durch Schläge. Von unserem Währungsbeauftragten, aber das. Pro Schlag gibt's einen. Alter. Boah, hier kommt er mit dem Schwert, oh Gott. So. Ja, ja. Hallo. Aua. Dann nicht in dem Gerätsgebäude hauen. So, aber du kommst jetzt gleich wieder auf die andere Seite. In die Folterkammer und dann klauen wir wieder Salz. Geh doch auf die andere Seite. Hey. Guck, wir haben doch hier eine schämliche Ecke, guck. Ja. Eine schämliche Ecke? Ja! Und ja, die von stimmt. Geisti. Was ist eigentlich mit Geisti? Wo ist der? Weg. Ah. Ja, ja, ja. Ach so. Aber der meinte, er kommt später noch runter. Ich wollte gerade den Stuhl wieder richtig platzieren. Ich weiß oh nicht, ja, da gehaut. Ja, genau, da ist perfekt. Dann können alle Leute hier oben warten. Ja. Geil. Richtig, guck mal, das Blatt ist auf dem Tisch. Ja, ja. Willkommen an der Kasse vom Gerichtsgebäude. Was wollen Sie? Ich find's immer noch gut, dass es Kasse heißt. Ja. Ja. Ich möchte gerne den Herrn Gerichtsverfahren gegen den Herrn Domi einleiten. Wo ist, wieso? Dann bitte mich foltern. Wo ist? Das war Yoshi, ne? Ja, 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 genau. Der Richter macht doch nichts, nein, nein. Also, ich werde es dem Richter irgendwie weiterleiten. Dem ja, hat das gefallen, die, so. Haben Sie, ja, ich werde dem Richter weiterleiten, dass Sie den Richter und den das Frank Yoshi da verklagen wollen. Na, eigentlich müssten Sie ja Anklage bei der Polizei einreichen. Also, eigentlich sind Sie ja, hier gerade beim falschen Ort tatsächlich. Das Problem ist bloß, die Polizei ist halt nicht da, was soll ich machen? Weinen. Was man sieht jetzt hier. In die schämliche Ecke, ja. Ich darf hier. Yoshi sind immer willkommen. Ja, aber tatsächlich nur in dem Zimmer hier, nein, ne? Nicht in dem hier. Ja, ihr müsst jetzt hier. Ja, kommen Sie nie wieder raus. Finde ich gut, dass irgendwie, die Schilder hier die ganze Zeit umgenannt werden. Und immer andere Leute willkommen sind und andere wiederum nicht. Und dass der Richter da gar kein Mitspracherecht hat. Bis einer heult. Aua. Oh Gott. Können wir bitte kurz darüber reden, dass das hier alles im Gerichtsgebäude stattfindet? Also ich sag so, wie es ist, ne? Gleich fliegen hier zwei Pfeiler auf mich drauf. Ja, und du stirbst auch. Warte, hier, let's go! Okay, ich dachte schon, irgendeiner von euch hätte abgedrückt. Oh, gut. Wie viel Leben hast du? Lass es herausfinden. Jetzt bin ich full life. Noch lebt er. Oh, noch mal. Wir fragen jetzt nicht mehr. Hallo. Oh, das ging schnell. Ist super leid. Du musst ihn verurteilen, du musst ihn verurteilen. Bitte schnell. Bitte. Bitte. Ja, meine Unterhose. Ja, danke. Oh Gott. Was? Was? Nix. Deine Unterhose. Der ist ein bisschen runtergerutscht. Oh Mann, ich dachte, ich klaue den. Also, ich frage mich gerade wirklich, was für eine Priorität er hat, dass er einfach alles zuerst aufsammelt. Also das kann doch nicht wahr sein. Tommy war da vor allem auch viel länger dran. Ja. Jetzt meine eigene Schaufel dahin schmeißen, ne? Hab gewonnen, lol. Komm, Yoshi, fang! Meins. Ja! Ich bin okay, nochmal. Nein, Das kann nicht. Da ist eine halbe Ewigkeit drauf. Alter! Die Pumps! Wenn kleine Kinder spielen. Ja, wegen einer wohl. Ey. Alter! Das ist einfach zu krass. Ja, Domi mir geschenkt. Kannst du wieder. Achso, danke.
Ja, Alter, behalt's einfach. Oh, aua. Was ist eigentlich mit Geisteshaus passiert? Das sieht aus wie ein Weihnachtsbaum. Das ist ein Weihnachtsbaum. Willst du deine Wolle nicht mehr haben oder wieder behalten? Ja. Wollen wir, ja, lass mal besuchen. Und verhauen dich. Ja. Du hast mir ja dieses Aua geschickt. Ja. Aua-Sound. Ja. 2 Minuten am Stück angehört. Ist. Je öfter man sich anhört, desto seltsamer wird er. Desto besser wird er, hallo? Aua. Oh nein, er ist tot. Oh nein, er ist ein Geiles, oh Gott. Ja, das war ich doch mal das letzte Mal zuerst. Wo ruhig hier? Mr. Geisty. Oh. Ja, dann mach mal ein MLG von hier oben runter. Ja, gut, viel Spaß. Natürlich. Ich bin ja nicht zu Ende. Ach so. Willst du auch damit ein MLG machen? Ja, klar, natürlich. Okay, cool. Alter. Hier. Na, Alter. Ja. Ja. Alle Ender. Guten Tag, was machen Sie bei meinem Haus, wenn ich fragen darf? Das sind Sie ja. Nicht mit Lava. Nein. Das ist der King of Ender, er hat die Lava in der Hand. Was? Genau in dem Moment. Genau in dem Moment. War das Wichteln rein zufällig schon? Hier deswegen. Ich hab Wichtelgeschenke gesehen. Oh, ich sehe keins. Nee, es ist noch nicht, nein. Okay, dann ist noch kein Wichtel. Hier ist das Afterlife-Token. Oh, meins. Ist das richtig? Ach nee, nein, das ist. Haben Sie gemacht? Ich hab ein Falschgeld dabei. Nein, Falschgeld verbrannt. Anzeige ist raus! Ich mach jetzt Lava-Energy. Das ist von ihm! Was? Ich bin der Richter, als ob ich mit Falschgeld handle, hallo? Ich war da, als sie das gemacht haben. Scheiße. Also sind Sie Mittäter? Ja, sie haben mich nicht daran gehindert, hallo? Nein, ich hab's nämlich noch gar nicht gemacht, nein, hallo? Kann ich Sie kurz unter 4 Augen sprechen? Den Mr. Richter? Ja. Kommen Sie mal. Okay. Haben Sie auch so ein Buch erhalten? Nein. Zumindest habe ich noch nicht in den Briefkasten geguckt. Das Buch heute wieder zurück. Es war in meinem Briefkasten heute drin und ich habe es noch nicht durchgelesen, aber der erste Eindruck ist ein bisschen, Ja. Eigen. Von dem Buch habe ich schon gehört, aber ich, wie gesagt, ich habe heute leider noch gar nicht im Briefkasten geguckt. Ich wollte gar nicht aufsammeln, sorry. Machen wir nochmal. Ja. Hey. Er hat ihn trotzdem bekommen. Das kann nicht wahr sein. Was gibt's? Nix, ich bin nicht da. Nein. Oh nein, oh nein, nein! Ich hab nur geguckt! Der da gerade runtergefallen ist. Was machen Sie da, Blauschen? Hallo? Geht gar nicht. Oh nein. Schnell, rette ihn! Schnell, rette ihn! Ja, ich hab ihn gerettet! Los, rette ihn! Fragen, ob jemand. Kürbisse, ja, habe ich genug. Ah ja, gleich da drüben, da, warte. Ja, er kann sich gern dran bedienen. In der Kiste daneben müssen auch noch ein paar drin sein. Nimm dir so viel, wie du brauchst. Oh, danke schön. Ja, gerne. Eine Bäckerin, ne? Eigentlich müssen sie ja bei der Bäckerin einkaufen. Ja, aber sie hat's erlaubt. Ja, obwohl, ich bin der Richter, ich darf das, so geht das, ne? Er darf das, ja. Ja, so läuft's. Warum bedienen sie sich? Weil ich das auch darf. Achso, ja, okay. Auf einmal, ja. Los, hört ihn! Ich hab den Richter verprügelt, dann muss ich aber strafen. Ich wollte endlich mal die Regeln, damit ich. Ja, die bin ich gerade dabei zu schreiben. Zumindest das Grundgesetz. Das ist Beamtenbeleidigung, das ist hallo? Sie sind festgenommen mit dem Wuffi. Vor allem lieber Wuffi, Alter. Schnell, du musst ertrinken. Schnell. Nicht ertrinken. Komm mit, Hund. Komm mit. Los, kommt auf da, den Geist. Kommt da wieder hoch? Ja! Das war wirklich gerade Atemzahl, einfach. Ich wollte ertrinken. Los, Wuffi! Los, Wuffi, stopp! Hat jemand verrottetes Fleisch, was ich geben kann? Ich hab Fisch. Ich hab auch Fisch, kommt doch her. Ich hab Ofenkartoffeln.